gleichzeitig eine ganz wichtige Tagung. Und hier nochmal für die bretonischen Freunde den Blick über die Landschaft mit Hügeln und Ähnlichem. Und jetzt zum Abend, zu der Abendveranstaltung im Saalbau. Das war die Fahne, 20 Jahre Jumelage, also Partnerschaft mit La Baule. Aber diesmal sind es ja 25 Jahre, 5 Jahre später, und der Bürgermeister von La Baule seine Rede. Ils décidèrent de jumeler La Baule avec Hombourg, dont l'Oberbürgermeister était M. Rainer Funke, que je voudrais saluer encore ce soir ici, avec son épouse. Merci. Devant les dangers économiques, environnementaux, sociétaux, nous devons... Ja, Yves Mettereau, der französische Bürgermeister von La Baule, beschwört die deutsch-französische Freundschaft, und man ist erstaunt, wie gern diese Herrschaften hierher kommen, wo sie doch einen der schönsten und längsten Sandstrände Europas haben, mit sehr viel mondänem Leben. Paris ist nur 2 Autostunden entfernt, sodass diese Strände dann zu schönen Sommerszeiten gestürmt werden von reichen, gut situierten Parisern, die dort ihr Wochenende oder ihre Ferien verbringen. Dort ist Tourismus, dort ist Aufblühen, das ist junges französisches Leben, und ich werde mich mal freuen, dorthin zu fahren und Ihnen von diesem Leben zu berichten, das in etwa der Partnerstadt von Zweibrücken Boulogne-sur-Mer entspricht. Eigenartig, sowohl die Zweibrücker als die Boulogner haben sich Hafenstädte rausgesucht, nämlich immer das, was man nicht hatte. Das wird hier als Partner gewählt und ergänzt sich dann ganz gut. Bitte schön. Souvent proche de votre ville, pas toujours avec des bons souvenirs, je l'admets. Mais Hombourg est bien vivante, active et tient une place importante dans le Land de Sarre. Et nous sommes fiers à La Baule d'être jumelés à votre ville. De son côté, La Baule est plus jeune. Nous n'avons que 100 ans d'âge. Mais nous pouvons nous flatter aussi d'être parmi les 5 premières stations touristiques de France. À 3 heures de Paris, proche de grandes villes, elle a vu son succès s'accroître au fil des années grâce à ses équipements. Merci de votre dévouement, de votre gentillesse, et vous êtes... Ja, der Bürgermeister beschwert die Vorzüge beider Städte und die wunderbare Tatsache, dass jetzt die Städte in Europa zwischen Deutschland und Frankreich sich befreundet sind. Merci beaucoup, Monsieur le Maire. Also vielen, vielen Dank, Herr Bürgermeister. Sie haben ein wenig von der Wärme La Baules bis hierher nach Hamburg gebracht. Ich darf Ihnen jetzt den La Baule Chor Barock vorstellen. Er präsentiert unter der Leitung von Madame Claudine Samson einige Lieder, teilweise in Bretonisch, teilweise in Französisch. Das erste Lied ist die nordirländische Ballade. Ja, auch für die Jugend, für die Nicht-Offizielle, war in Homburg das Oktoberfest natürlich auf dem Max-Weber-Platz. Moderne Musik, das, was die Jugend so vorzieht. Noch ein paar Minuten auch von diesem Eindruck, dann wollen wir weiter schauen, denn in Homburg war noch eine Parallelveranstaltung. Ja, diese Wärme der Partnerstadt und des Verstehens zwischen Deutschland und Frankreich, diese Hitze war bei der Kälte durchaus erforderlich. Die Italiener haben ein bisschen mitgeholfen bei
Kopfschmerzen. Und am nächsten Tag ging es natürlich weiter. Da hat man Trachtengruppen aus der ganzen Region aufgeboten, um auch mal den Franzosen zu zeigen, was hier los ist. Das Wetter war etwas besser geworden, der Platz gefüllt. Typisch bayerisch ging's zu. Und da haben auch die Franzosen gestaunt, nachdem sie den Festumzug durch die Stadt gemacht hatten, was so auf die Bühne zu bringen ist. Genießen Sie mit! Also ein Umzug der Gruppen aus La Baule, der Partnerstadt von Homburg in der Nähe von Zweibrücken, anlässlich des 25-jährigen Bestehens. Ja, und bei den Bretonen, da geht es ein bisschen gemütlicher zu. Deshalb werden die Bretonen, wenn sie diese Aufnahmen sehen in La Baule, nicht diese, sondern die nächsten, eine typisch bayerische Kapelle, doch etwas vom Hocker fallen, was so an Trachtengruppe und Musik abgeht. Ich glaube, ich kann Ihnen da was versprechen, denn wir sind ja auch Zweibrücken bayerische Pfalz und da können wir sagen, wir können froh sein, eine solche bayerische Gruppe zu haben mit solch bayerischem Feuer. Bitteschön. Dunkel und geklatscht. Also, folgendes. Heute kommt mein Schatz, zu mir freut sich die Lies. Aus Mitglies. Also, da war man begeistert, aber hoffentlich glaubt man in La Baule, wenn man diese Bilder sieht, nicht, dass die deutschen Frauen also feurig bei uns rumlaufen. Jetzt noch zum Herunterfahren des Kreislaufes den Tanz der Leute aus La Baule. Ja, und das war jetzt am Sonntagnachmittag und das sind die Tränen, die dann beim Abflug, beim Abmarsch, bei der Verabschiedung